herzlich willkommen zu Folge 34 meines Fitness Down of 20 Packers Plays. In der letzten Aufnahme haben wir uns um Zeug gekümmert. Genauer gesagt, ich muss das Bild erstmal laden. Yippie, haben wir mehr Energie gemacht. Mit unseren tollen Magmatic Dynamos. Die Quarry läuft sogar relativ häufig, dadurch, dass wir relativ viel Energie bekommen durch die vielen Magmatic Dynamos. Natürlich laufen sie noch nicht auf allerhöchster Stufe, das könnte ich natürlich auch noch arrangieren, aber naja. Und auch alles andere läuft eigentlich ganz gut. Was ich jetzt gemerkt habe, ist, dass ich irgendwie so eine schöne Lost Map in meiner Kiste habe. Und, ich habe keine Ahnung, was die bringt. Ich habe das noch nicht ausprobiert, was die bringt. Ich habe nur einmal rechts geklickt und dann hat sie mir etwas gegeben. Und zwar Travel 725 Blocks Southeast. Heißt also, ich würde gerne mal gucken, was diese Lost Map bringt. Das wäre das Erste, was ich heute in dieser Aufnahme machen möchte. Ich weiß es noch nicht, ich habe mich noch nicht spoilern lassen bisher, ich habe keine Ahnung, was das Ding macht. Aber wir schauen mal. Wir sollen Southeast, richtig? 725 Blöcke Southeast. Southeast. Nochmal rechtsklick, sagt mir das nochmal. Ja, 729 Blöcke von hier. Dann machen wir das doch mal. 729 Blöcke Southeast. Jetzt wird dort oben auf der Minimap Southeast. Wenn es jetzt laggt, dann liegt das daran, dass ich Welten erkunde. Mal sehen, wohin das Ganze führt. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich habe keinen blassen Schimmer, wohin das führt. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal viel Öl. Oder ist das Sludge? Ne, es ist Sludge. Das ist wahrscheinlich Öl, oder? Ne, ist auch Sludge. Mal gucken, ob das Sludge ist. Einmal. Ja, nee, das ist Oil. Das andere war Sludge. Ich habe mal jetzt Wailer eingestellt, dass ich Flüssigkeiten angucken kann. Und das ist Sludge. Das dort hinten ist Oil. Übrigens, wichtige Sache. In Öl könnt ihr nicht schwimmen. Ihr seht schon, es ist sehr fest. Und ihr könnt daran nicht schwimmen, wenn ihr nicht gerade so einen Doppelsprung habt wie ich. Oder wenn ihr fliegen könnt, das ist dann auch kein Problem. So, außer haben wir einen Meteoriten, cool, aber, hä? Hab ich den schon aufgemacht? Nö. Aber weißt du, wisst ihr was, dann, wenn wir schon Meteoriten finden, dann kann ich ihn ja auch mal aufmachen. Die Meteoriten sind aus der Planet Logistics, man sieht es vielleicht schon, Sky ist schon aus der Planet Logistics, und die sind eigentlich immer, toll, sind eigentlich immer auf der Grenze von 4 Chunks. Ihr seht schon, hier, 4 Chunks. Ich kann euch das später nochmal genauer zeigen, wenn wir bis dahin nicht alle Pressen gefunden haben, zeige ich euch nochmal, warum genau das wichtig ist, dass die immer auf den Grenzen von 4 Chunks sind. Aber ansonsten erstmal ganz wichtig, die sind immer auf den Grenzen von 4 Chunks. Und ziemlich genau in der Mitte eines Meteoriten findet ihr eigentlich immer eine kleine Kiste. Das heißt, ich hole jetzt mal meinen Hammer raus, wenn ich wüsste, wo der nochmal war. Ich nehme meine Enderpouch geschmissen. Ne, das ist der andere Enderpouch. Der wegschmeiß in der Pouch. Wahrscheinlich habe ich ihn in meinem Gürtel. Hä? Hallo? Komisch, meine Makro-Taste funktioniert schon wieder nicht. Egal. Na komm. So. Hammer. Mal gucken wir mal, ob ich die Kiste finde. Mal so schnell. Dum 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 dum. Wir machen uns vielleicht auch noch mal einen besseren Crossbow übrigens. Ich habe nämlich noch einen cooleren Crossbow gefunden. Vielleicht machen wir uns also noch einen besseren Crossbow, wenn ich alles andere soweit fertig habe und wenn ich soweit bin, den zu machen. Ich habe nämlich schon eine Idee. Mit extra TLC können wir einen noch besseren machen, aber da sind wir noch nicht. Wir haben keine extra TLC in die W20 Pack. Und ich will es ja auch nicht zu unrealistisch machen. Ich meine, ich habe mir schon Simply Jetpacks drin. Das habe ich auch wirklich, wie gesagt, nur drin, weil ich einfach keinen Bock habe, mir Industrial Craft Jetpacks machen zu müssen, damit ich fliegen kann. Hatte ich ja schon mal gesagt. Bei Starbuck Energistics bin ich noch nicht mal, bin ich noch am überlegen, ob ich das drin lasse, dann kann ich das nämlich vielleicht in Infinity benutzen und dann seht ihr mal den Unterschied zwischen mit Starbuck Energistics und ohne Starbuck Energistics in die 20 Pack. Aber, naja. Tin Nuggets brauchen wir nicht, aber die beiden Presses nehmen wir mal. Inscriber Logic Press und Inscriber Calculation Press, die nehmen wir mal mit, das ist doch schon mal schön. So, was sagt mein Tape Measure? Noch ein bisschen weiter. 729 Blöcke, sagte das Ding, ne?
729 Blöcke, dann sind wir ja fast richtig. Dann sind wir ja sogar ziemlich genau hier richtig. Oh, cool. Nehme ich. Danke. Danke, Lost Map, dass du mich hier hinführst. Das ist natürlich extrem cool. Wow. Oh, läuft. Ich dachte, das wäre das andere. Das wäre ein normaler Creeper. Dann wollte ich mal gucken, wie viel Damage ich bekomme. Naja, egal. F12 kann mal aus. Und dann machen wir nochmal mit P Night Vision an. Die Bärenbüsche nehme ich auch einfach mal alle mit. Man kann ja nie wissen. Ich fliege durch Schluchten immer gerne einmal durch und gucke, ob ich dort irgendwelche sinnvollen Büsche finde. Vor allem natürlich Essenzbeeren. Sind natürlich etwas, was ich auf jeden Fall haben möchte. Und vielleicht auch ein bisschen Lead-Ohr. Stimmt, wo ich schon mal hier bin. Ich brauche mindestens ein Lead-Ohr, damit ich das nämlich in die Dingens einspeichern kann. Hier, ein Lead-Ohr. Das speichere ich dann nämlich ein in meinem System als Sache, die man viel verdoppeln muss, denn ihr vielleicht merkt, ich habe kein LED und deswegen muss ich das mal mit Factorization vermehrfachen, damit ich mehr LED krieg. Gut, was haben wir denn noch so? Wie gesagt, ich fliege immer gerne einmal kurz die Schluchten durch, einfach um zu wissen, ob dort irgendwelche sinnvollen Sachen sind, die man unbedingt braucht. Zum Beispiel, wie gesagt, die netten Orbeers, Orberries. So, 729 Blöcke Southeast bin ich jetzt. Was sagst du mir jetzt? 251 Blöcke Nordosten. Okay. Vielleicht hätte ich nochmal einen neuen Wegpunkt setzen sollen. Hier ungefähr. Zwei, 523 Blöcke. Nee, wir sollen 251 Blöcke. Ey, hör auf. 251 Blöcke. Passt, ne? Na, wo ist denn das? 251. Hier so. Travel 86 blocks northwest. Oh. Cool. Travel 1 block west. There's a cracked block somewhere below. Mine it. Aha. Okay. Lass mal kurz Backup machen. Ich hatte das Ding ja schon in Infinity gefunden. So ein Viech habe ich in Infinity schon mal gefunden, aber ich hatte keine Ahnung, was es macht. Ich mach mal ein Dingens hier hin. Ein Wegpunkt. So. Und dann fliegen wir nochmal ganz kurz nach Hause, denn ich mach den Regen mal aus. Das nervt. Dam, 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 dam. Das Jetpack ist schon schön schnell, auch wenn das nächste noch schneller ist, aber das nächste ist auch extrem scheiße zu craften. Das nächste ist echt sehr beschissen zu craften, deswegen habe ich da keinen Bock drauf, das zu craften. Momentan noch. Vielleicht mache ich mir bis dahin sogar den Angel Ring und dann ist es sowieso viel besser, weil der Angel Ring dann wenigstens auch zu dem Day of 20 Pack passt, denn den gibt es im DV20 ja auch. Die würde man sich dann wahrscheinlich da auch machen, weil es ja kein anderes vernünftiges Jetpack gibt. MDB20. Schmeißen wir das mal in den die Signal. Ist die oben auf Push-Pull? Ja, die ist auf Push-Pull. Dann kann ich ja ganz gemütlich das alles da reinwerfen. Ach, ich kann das auch einfach alles. Alles außer dem LED-Ohr kann ich ja sowieso schnell mal eben einsortieren lassen. Und dann muss ich einmal hier das LED-Ohr. Wenn du LED-Ohr findest, lieber Quarry, pack es bitte da rein, denn sonst haben wir nicht genug LED. Danke. So. Gut, dann haben wir nämlich auch LED, dann kann das nämlich schon mal verarbeitet werden. 63 Skystone kann man vielleicht auch mal gebrauchen. Die Pr-
Adressen, ich habe keine Ahnung, wo er die einsortiert. Mal sehen, wo er sie einsortiert, wer es ist, wenn es mir auch egal. Na los. Mal einsortieren bitte. Und die Lost Map. Weiß ich jetzt ja auch, wo die hinführt. Wahrscheinlich, wenn ich das eine Viech töte oder abbaue oder was auch immer man da macht, dann geht das vielleicht sogar. Gut, ihr seht schon, das Tape Measure hilft dabei extrem. Also gut, dass wir ein Tape Measure haben. Und jetzt noch einmal kurz pennen gehen. Dam, 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 dam. Regen aus, hell, alles schön, dann können wir jetzt da hin. Mit der Jetplate wären wir schneller, aber ich habe leider keine Jetplate. Und die ist wie gesagt sehr teuer herzustellen. Da braucht man viele Diamanten und Emeralds und sehr viel Vibrant Alloy für, um das herzustellen. Dam, 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 dam. Alter, war das schnell. Okay, dann gucken wir mal, was dann passiert, wenn wir das Ding jetzt abbauen. Lag? Okay. Schon wieder derselbe Bug. Derselbe Bug, den ich auch sonst hatte. Das letzte Mal, als ich das Ding geholt habe. Nämlich, dass das Viech einfach mal stecken bleibt. Okay. Toll. Das war total spektakulär. Das war sowas von mega spektakulär. Ich muss mal googeln, was das Ding ist. Weil es macht nicht, was es soll. Wahrscheinlich denke ich jetzt mal, dass es nicht macht, was es soll. Ich tippe jetzt mal, dass das nicht ist, was es nicht das ist, was es machen soll. Tippe ich jetzt mal so. Hey, hier ist noch so ein Block. Kann ich jetzt auch nicht mehr abbauen. Toll. Ob es noch mehr von denen gibt? Keine Ahnung. Jetzt wisst ihr, was die Lost Map also bringt. Und ich werde mal gucken, was dieses Ding genau ist. Okay, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Angeblich soll man das Ding noch weiter abbauen können. Ich kann aber das nicht, weil DV20 Pack. Also, wenn man ein anderes Pack spielt in Factorization, funktioniert das anscheinend. Im DV20 Pack haben aber schon viele geschrieben, dass es so buggy ist, dass es gar nicht funktioniert. Also, ja. Kann gut sein, dass es nicht funktioniert. Ich probiere es jetzt nochmal. Es kann sein, dass es vielleicht sogar doch funktioniert. Man soll nämlich diesen Block nochmal abbauen. Und es geht sogar. Cool. Ah, jetzt kann ich sogar auf ihm rauflaufen. Okay. Genau das soll man nämlich können. Man soll auf ihm laufen können. Und dann soll man eben diese Fractured Sachen da finden und halt kaputt hauen. Jetzt habe ich noch eins davon kaputt gehauen, jetzt müssten hier noch irgendwo welche sein. Die muss ich alle kaputt hauen, damit dieses Ding hier mehr oder weniger verreckt. Heißt, wenn ich jetzt mal auf meinen Dingens wechsle, auf meinen Excavator, kann ich vielleicht ein bisschen mehr von diesem blöden Erdstuff hier wegmachen. Okay, vielleicht auch nicht. Ey, böse. Nicht mich einsperren. Ist alles ein bisschen buggy, vor allem im DV20 Pack. Angeblich ist es in anderen Packs besser. Kann ich nicht beurteilen, ich habe nicht andere Packs. Ich spiele kaum andere Packs, wo Factorization drin ist. Na, das hier geht auch nicht abzubauen. Aber sieht auch nicht so aus, als wäre hier in der Nähe noch so ein Fracture-Dingens. Das andere konnte ich jetzt ja eben abbauen, aber wo kann ich denn vielleicht noch mehr Blöcke abbauen? Die sind ja alle nicht abbaubar. Alle nicht kaputthaubar. Naja, jedenfalls, eigentlich sollte man halt noch mehr von diesen Fractured Stones da abbauen können. Und dadurch dann nach und nach diesen Koloss hier erwecken. Und dann sollte man sozusagen eine Art Boss-Battle haben und am Ende bekommt man Logic Matrix Programmer raus, wenn man ihn tötet. Scheint aber hier nicht so ganz zu funktionieren. Es ist halt DV20 Pack, es ist ein bisschen buggy.
Vielleicht wird es in den neueren Versionen noch gefixt, dass das endlich wieder funktioniert. Ich kann mal kurz reloggen und gucken, was passiert. Shutting down internal server. Singleplayer, hell yeah. Gucken wir, was passiert. Gucken wir mal, was passiert. Okay. Das Vieh sieht noch genauso aus wie vorher, aber jetzt kann ich wenigstens ein paar Blöcke kaputt hauen. Okay, mal gucken, ob das irgendwas bringt. Ob ich hier doch noch irgendwie so ein Fracture-Teil finde, das ich dann abbauen kann. Aber vielleicht kriege ich ja doch noch irgendwie was kaputt. Und anscheinend geht es sogar der Stein hier ganz einfach abzubauen. Ah ne, das ist an meinem Handschuh. Okay. Hier ist irgendwie kein anderer Fractured Stuff. Das ist irgendwie komisch. Eigentlich sollten hier nämlich mehrere von diesen Fractured Stones sein, die man abbauen kann. Und somit dann halt auch mehrere mehrere Sachen, mit denen man das Viech töten kann, aber sieht es zumindest für mich jetzt gerade nicht so aus, als wäre hier noch mehr. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Eigentlich müssten hier nämlich noch mehr sein. Da bin ich einfach nur blind. Weil ne, gerade von welcher Seite ich gucke, hier sind keine mehr. Schade, ich dachte, ich könnte mal zeigen, wie man dieses Boss-Battle hier macht, aber gut, dann drauf gepisst. Auch egal. Ich habe einen Logic Matrix Programmer. Aber das ist halt die neuere Version, wie man angeblich an Logic Matrix Programmer kommt. Wenn ihr die Viecher in einem anderen Pack als den W20 findet, dann könnt ihr ja mal gucken, ob ihr die dort töten könnt. Denn hier ist es anscheinend relativ unmöglich. Gut, egal, fliegen wir wieder nach Hause zurück. Ich lasse den mal auf der Minimap drauf und gucken mal, was passiert. Vielleicht finde ich ihn ja später nochmal wieder und dann kann ich ihn später nochmal versuchen zu töten in einer neueren Version. Oder wir nehmen eine Lost Map und probieren dann nochmal später rum. Naja, mal sehen. Und zwump. Sehr schön. Gut. Diese blöden Bärenbüsche können eigentlich mal in die Trash gehen, die brauchen nämlich keinen Mensch. Das Zeug hier ist Factorization. Noch ein paar mehr, aber ich habe doch noch keinen Logic Matrix Programmer. Egal, man kriegt die auch anders. Gut, ja, was machen wir dann noch? Mal sehen. Oh, ich habe noch 4 Essence-Berries, die sind hier drin. Die stelle ich nochmal mit zu meiner Farm. Meine Farm noch ein bisschen größer. Ich hier ein weiter und ich muss nochmal, ich habe Stein dabei, okay. Kein Problem. So, nochmal ein paar mehr von denen. Und dann sollte ich da mal eine Dingens reinstellen. Ja, Gurkhanation scheint nicht zu funktionieren, auch wenn ich es im Infinity Pack nochmal ausprobiert habe. So, just for fun, weil ich dachte, das könnte vielleicht doch was bringen. Ich bin mir nicht sicher, also ich habe nichts feststellen können, dass es irgendwie schneller oder langsamer läuft, deswegen habe ich es einfach gelassen. Aber... wir müssen einfach nochmal eine Watching Cane machen. Oh Gott. Wir müssen einfach mal eine Watching Cane machen, eine gute. Und die ist relativ teuer. Die gute Watching Cane. Und außerdem habe ich LED natürlich jetzt hier reingepackt, damit wir ein bisschen mehr davon bekommen. Wäre nämlich ganz sinnvoll, mal ein bisschen mehr LED zu bekommen. Wenn ich mal so bedenke, wie wenig wir davon haben. Gut, das läuft also schön automatisch. Was machen wir als nächstes? Das ist die Frage. Was können wir noch machen? Ich will auf jeden Fall einen Big Reactor bauen, aber dafür brauche ich eine komplett eigene Folge. Also muss ich mich vorher nochmal genau informieren, wie man das Ding baut. Wie man das am schönsten und schnellsten und besten baut. Also das wird schon mal, nochmal was extra. Hey, wir haben schon 48 Level. Wenigstens schon mal wieder einmal... Ah, was ist denn heute los? Das ist schon wieder einmal 40 Level, dass ich da was enchanten kann. Ich könnte mich eigentlich nochmal wieder ein bisschen mit Enchantments rumschlagen, wenn wir noch ein paar wieder brauchen, aber wir haben noch lange nicht genug Level. Das heißt, eigentlich müsste ich mich mal damit rumschlagen, die
besser Watering Can oder Thorncraft hinzubekommen. Ich meine, Thorncraft eigentlich... Das Problem ist, ich habe ja... Ich muss mal gucken, vielleicht schmeiße ich Thermic Energistics doch noch wieder raus. Thermic Energistics vielleicht dann nochmal wieder raus. Einfach, damit ich einen Unterschied zwischen Infinity und DV20 Backup. Und weil es halt im DV20 standardmäßig gar nicht drin ist und deswegen es vielleicht effektiver wäre, das dann auch nicht in DV20 Pack drin zu haben. Auch wenn ich ehrlich nicht verstehe, warum Direwolf es nicht mal baut, denn das Ding ist ziemlich gut. Also die Mod. Gut, außerdem bin ich ja überlegen, welche Rüstung ich fürs Endgame will, denn ich weiß, es gibt eine Menge Rüstung in diesem Modpack. Chest, Plate. Die Flux Infused ist ziemlich gut, die Flux Infused Rüstung. Dark Steel ist natürlich voll enchanted auch ziemlich gut. Vor allem noch mit voll aufgewertet ist die auch ziemlich gut und vor allem halt ziemlich mobil. Dann halt Flux Infused ist ziemlich gut. Und was auch relativ gut ist und nicht nur relativ, sondern wirklich sehr gut, ist die andere Rüstung. Wo ist die denn? Die ist hier gar nicht mit drin. Aber die hier. Quantum Suit Body Armor. Die Quantum Suit. Die ist nämlich ziemlich gut auch. Wobei ich nicht weiß, ob die besser ist als eine RF-Rüstung. Das müsste man ausbilden. Aber ich hätte gerne mal ein bisschen Industrial Craft Stuff. Das heißt, eigentlich wäre das mal eine Idee, das mal zu machen. Industrial Craft, so als Idee auch Industrial Crafts machen. Generell finde ich es irgendwie lustig, was ich im DV20 Pack alles nicht mache. Vielleicht sollte ich das, weil ich ja jetzt im DV20 Pack eigentlich nichts an großen Magie mache, bisher, weil ich ja Magie im Custom Pack mache, benutze ich eigentlich nur die Hälfte vom DV20 Pack, weil das DV20 Pack ja sowohl Magie als auch Technik ist, was natürlich ein bisschen blöde ist für diejenigen, die halt im DV20 Pack Magie sehen wollen. Und das ist halt, ich weiß nicht, was ich da... Ich will zum einen natürlich nichts Doppeltes zum Custom Pack, zum anderen will ich natürlich auch wiederum Einzelsachen. Das heißt, vielleicht werde ich für die nächste Mission, wenn ich im Custom Pack soweit durch bin, oder im DV20 Pack soweit durch bin, werde ich vielleicht die nächste Version dann wieder nur eins davon spielen, weil Custom Pack ist doch eine Sache. Wenn, dann brauche ich ein komplett anderes Pack, was überhaupt nichts mit den anderen zu tun hat, wie zum Beispiel Vanilla Extended. Das ist ja mein anderes Pack, Vanilla Extended. Das kommt wahrscheinlich auch bald, auch wenn nicht mit der alten Map. Aber da bin ich schon am rumbasteln, dass wir das endlich zum Laufen bekommen. Und das ist ja mal ein komplett anderes Pack, was halt nichts mehr mit den normalen Packs zu tun hat. Und ansonsten spiele ich dann vielleicht mal Infinity Singleplayer oder sowas, weil da nämlich am meisten Mods sind. Und dann gebe ich DV20 Pack auf und haue vielleicht nur ein paar Mods, die aus dem DV20 sind, in Infinity rein. Ich werde einfach nicht mit den Standard Packs von FTP Launcher spielen können, weil es einfach immer Mods gibt, die in dem einen fehlen, die in dem anderen drin sind. Deswegen, da bin ich einfach immer so, dass ich noch extra Sachen reinhaue. Neben das Custom Pack ist mein reines Magie-Pack bisher. Und da mache ich aber dann auch ein bisschen was mit den Add-ons, die ich da reingeschmissen habe. Hingegen hier im DV20 versuche ich halt möglichst schon das DV20 zu benutzen wie andere, weil ich ja weiß, dass einige auch vielleicht hier zugucken, die nicht sich ein Custom-Mod-Pack daraus machen, sondern einfach wirklich plain normales DV20-Spiel. Ohne irgendwelche Add-ons oder so. Einfach nur so DV20. Das ist... Dann ein bisschen blöd natürlich für diejenigen, die das dann halt ohne irgendwelche Addons spielen, wenn sie zum Beispiel sehen, hey, ich mache mein episches Jetpack, scheiße, warum habe ich das nicht in meinem DV20 Pack? Ganz einfach, weil ich die Mod extra manuell reingehauen habe. Aber ganz ehrlich, bei Simply Jetpacks ist es einfach so, warum hat Direwolf das nicht in seinem Mod Pack? Ganz ehrlich, das ist eine Mod. Warum nicht? Ich meine, natürlich, er hat einfach in den ersten Folgen irgendwann Mutter getötet und dann hat er sich den Angel Ring gemacht und damit dann einfach jegliche Jetpacks übersprungen. Aber ich will schon früh fliegen können, dafür sind Jetpacks einfach geil. Und da das Industrial Craft Jetpack, was im DV20 Pack das einzige übrigens ist, also im plain alten DV20 Pack, im ganz einfachen DV20 Pack, sind das beides die einzigen Jetpacks. Und da man eigentlich, wenn man einigermaßen intelligent ist und einigermaßen ressourcensparend ist, nicht mit Industrial Craft anfängt, ist es irgendwie relativ sinnlos, die beiden da als einzige Jetpacks zu verkaufen, neben dem Angel Ring, mit dem man natürlich auch noch fliegen kann und den Flügeltiara, mit dem man auch fliegen kann, die aber teurer sind als der Angel Ring. Yippie. Also so gesehen weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Das wäre nämlich eigentlich das, was man machen will, weil die auch viel besser sind als die blöden Industrial Craft Jetpacks. Wobei wenigstens das Electric Jetpack auch noch einen Hover Mode hat, aber trotzdem Industrial Craft ist einfach nicht die Mod, die man heute noch als Anfangsmod benutzt.
Auch wenn ich lustig finde, dass auf meinem Infinity-Server zum Beispiel eine Menge Leute sind, die einfach mal Industrial Craft als Anfangswort benutzen, weil sie keine Ahnung haben von RF-Mods. Und weil sie denken, dass Industrial Craft noch genauso einfach ist wie früher. Naja, egal. Ich kann daran nichts ändern und ich will daran auch nichts ändern. Punkt ist jedenfalls, ich weiß immer nicht, was ich dann genau machen soll. Ob ich jetzt in DB20 Pack einfach genauso spielen würde, also spielen soll, wie ich es in DB20 Pack spielen würde. Heißt also mit Magie und mit Technik zusammen. Oder ob ich mehr auf Technik gehen soll, weil ich im Custom Pack ja schon die ganze Magie abwandle. Vielleicht könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben. Einfach mal so als, als Idee. Ich weiß, diese Folge war jetzt bisher wieder nur relativ viel reden, aber würde mich wirklich mal interessieren, ob ihr das so seht, dass ich halt nur Technik im DB20 Pack machen soll, weil ihr das Custom Pack auch guckt und dann einen Unterschied zum Custom Pack haben wollt. Oder ob ich das DB20 Pack so nutzen soll, wie es gemacht ist, nämlich als Kitchen Sink zwischen zwischen Technik und Magie. So. Das würde mich immer interessieren. Also DB20 nur Technik und wenig Magie. Dafür halt das Custom Pack als Magie Pack und dort alle Magie machen. Oder DB20 benutzen, wie es gedacht ist und wie es Direwolf auch benutzt, nämlich mit Magie und Technik. Und das Custom Pack dann einfach benutzen als erweitertes Magie Packs, dass ich dort halt einfach noch ein paar Magie Addons reinschmeiße, die in DB20 Pack standardmäßig nicht drin sind. Heißt also zum Beispiel auch aus dem DB20 Pack Thermic Energistics raushauen, dass ich dann Infinity wiederum benutzen kann, weil Infinity auch wieder ein Kitchen Sink Mod ist, Mod Pack ist, wo viele Mods aus dem DB20 Pack gleich sind, oder zum DB20 Pack gleich sind. Ja, würde mich mal interessieren. Also, ja, die zwei Optionen, Custom Pack als reines Magie Pack und DB20 Pack dann sozusagen zum größten Teil Technik und nur ein bisschen Magie, oder halt, wie ich es im Custom Pack machen möchte, erst Magie, dann Technik und DB20 Pack genau andersrum, erst Technik, dann Magie. Ob ich das dann so machen soll oder ob ich einfach das DB20 Pack so benutzen soll, wie es gedacht ist, mit Magie und Technik und im Custom Pack dann stattdessen noch mehr verschiedene Magie-Addons reinhauen soll, mit denen ich dann verschiedene Lösungen finde, die Sachen zu lösen, wie als hätte ich Technik. Würde mich mal interessieren. Und in der Infinity mache ich es natürlich alles komplett anders, weil da mache ich es halt auf die unschöne Art. Hier mache ich ja, versuche ich ja noch ein bisschen schön zu bauen und das alles ein bisschen vernünftig zu machen. Hingegen in Infinity baue ich ja einfach und gebe einfach Gas mit den Sachen, die ich habe und die ich bauen kann, damit ich einigermaßen hinterherkomme hinter den anderen Leuten, die nämlich nicht auch noch irgendwie schön bauen oder sonst irgendwie fancy Sachen machen wie ich. Also, ja, das heißt, in Infinity mache ich es einfach so möglichst auf schnell und dann hier in beiden Singleplayer-Let's Plays erkläre ich dann halt ein bisschen mehr und mache das halt ein bisschen genauer. Und fürs nächste Mal mache ich dann vielleicht gar kein Custom Pack und dann spiele ich nur das Kitchen Sink Pack und erweitere es einfach nur mit ein paar Mods. Wobei das natürlich auch wieder ein bisschen blöd ist, weil dann wieder die Leute, die nur das Kitchen Sink Pack alleine spielen, also halt nur DB20 zum Beispiel alleine spielen, dass die dann wieder nicht sagen können, hey, da ist dann aber doch eine Mod drin, die gar nicht im DB20 Pack drin ist, wie soll ich denn das ohne diese Mod hinbekommen? Ja, das ist schwierig, sich dazu entscheiden, was man machen soll. Also, wie gesagt, schreibt das bitte mal in die Kommentare, mich würde das wirklich interessieren, wie ich das am besten machen soll, weil ich nämlich echt so schon überlegen bin, ob ich das irgendwie so mache oder anders mache oder komplett anders mache. Ja, ich bin echt momentan relativ hoffnungslos am Ende mit der Idee, was ich da machen soll. Also, ja, ich brauche da mal eure Unterstützung. Was soll ich machen? DB20 nur Technik und ganz wenig Magie und dann das Custom Pack als Magie oder DB20 mit Magie und Technik und Custom Pack dafür mit Magie nur und dann mal gucken, was ich alles mit nur Magie hinbekomme und halt ein paar Addons zu den Mods, die dort so drin sind. Dafür dann aber auch vielleicht auch die ganzen Technik-Mods aus dem Custom Pack rausschmeißen, ausgenommen von Thermal Expansion als Standard-Technik-Mod, die einfach so drin bleibt. Würde mich wirklich interessieren. Bitte einmal in die Kommentare schreiben. Sonst wird das wahrscheinlich relativ schwierig, weil ich will nicht einfach so entscheiden und sagen, hey, das denke ich, dass meine Zuschauer wollen, sondern ich will euch das entscheiden lassen. Deswegen brauche ich da dann eure Mithilfe, bin auf eure Mithilfe angewiesen. Jetzt töte ich noch diesen einen Zombie, der hier irgendwo rumläuft angeblich. Und den anderen, der hier rumläuft. Und dann ist wahrscheinlich auch schon wieder ungefähr Folgenende. Wie gesagt, es ist wahrscheinlich wieder eine tolle Redefolge wieder geworden, aber naja, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, was ich machen soll. Und außerdem für den Big Reactor brauche ich halt eine komplette Folge mindestens, wenn nicht sogar zwei. Und deswegen, hey, lohnt es sich nicht da anzufangen. Warum habe ich so viele Sticks in diesem Ding hier drin? Warum sind da so viele Sticks?
keine Ahnung, jetzt habe ich viele Sticks. Egal. Gut, also ich verabschiede mich dann für diese Folge. Lasst Feedback drin, in den Kommentaren. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dive 20 Pack. Feed the Beast out.